Was steckt hinter Angelina Kirschs plötzlicher Gesichtslähmung? Vor wenigen Tagen berichtet das Model im Netz: Heute Morgen bin ich mit einer halbtauben linken Gesichtshälfte inklusive ebenfalls halbtauber Zunge und Geschmacksverlust aufgewacht. Die Moderatorin wird im Krankenhaus behandelt und bekommt Schmerzmittel verschrieben. Nach weiteren Arztbesuchen gibt es endlich einen Befund. In ihrer Instagram-Story verrät Angelina: Es ist zum Glück erstmal keine Borreliose, also keine Borrelien, das ist schon mal richtig, richtig gut. Aber es ist Herpes simplex. Ja, Freunde, stinknormaler Herpes eigentlich, also bei mir nicht zu sehen, aber scheinbar hat mein Körper da gerade mit zu kämpfen. Ihrem Doktor zufolge können die Herpesviren der Auslöser für die Lähmung sein. Deshalb werde sie jetzt nicht nur mit dem entzündungshemmenden Mittel Cortison behandelt, sondern auch gegen die Hautinfektion. Außerdem macht die 35-Jährige Gesichtsgymnastik. Um die Schiefe auch optisch auszugleichen, entwickelt sie sogar eine neue Make-up-Routine. Trotz allem möchte Angelina ihr vorübergehendes Gesicht mit Liebe annehmen.